Wann kann ich meinen Rentenantrag stellen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Den Rentenantrag zu stellen ist das eine, kein Problem, aber genau herauszufinden, wann der richtige Zeitpunkt für mich ist, ist das andere. In diesem Video geht es also nicht um die Frage, wann genau ich nun meinen Rentenantrag stellen muss, sondern es geht einfach nur um die Frage, wann passt es für mich? Also wann sollte ich den Rentenantrag stellen? Da haben wir vier für Sie ganz exklusive Eckpunkte mal herausgearbeitet, was denn für die Rentenantragstellung, für den Zeitpunkt eigentlich wirklich wichtig ist. Der erste Eckpunkt ist das Geburtsdatum. Wann bin ich geboren? Denn davon hängt es natürlich ab, wann ich frühestmöglich oder regulär mit einer Altersrente in Rente gehen kann. Das heißt also, bei der Regelaltersrente habe ich ja nur diesen einen regulären Renteneintritt und ansonsten bei der Altersrente für langjährig Versicherte kann ich vorzeitig in Rente gehen oder auch regulär in Rente gehen ohne Abschläge. Die zweite Überlegung, wann will ich überhaupt in Rente gehen? Sind es familiäre oder berufliche Gründe, die mich vielleicht dazu zwingen? Oder geht es um mein persönliches Hobby, meine Enkelkinder oder meine Kinder, die ich betreuen will oder muss? Wollen Sie mit der Rente nochmal im Rücken beruflich etwas anderes machen oder einfach nur raus aus der Arbeit? Das heißt also, wir haben das Geburtsdatum und dann sozusagen Ihre persönlichen Gründe, warum Sie in Rente gehen wollen. Ich kenne auch Leute, die sind mit 70 immer noch nicht in Rente. Die gehen arbeiten und sind einfach glücklich damit. Dann der dritte Punkt ist, ich muss natürlich wissen, wenn ich in Rente gehe, welche Altersrente kann ich überhaupt für mich in Anspruch nehmen? Und wir haben ja in Deutschland im Jahr 2020 aktuell nur vier Altersrentenarten. Das ist die Regelaltersrente, die nennt man auch reguläre Rente. Das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die kennen Sie mit den 45 Jahren ohne Abschläge. Und dann haben wir die Altersrente für langjährig Versicherte. Da können Sie schon mit 63 glatt in Rente gehen, dann aber mit Abschlägen. Oder aber zum Schluss die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Da müssen Sie natürlich wählen. Wenn Sie nicht schwerbehindert sind, können Sie natürlich nicht in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen, aber könnten vielleicht in eine andere der genannten Altersrenten gehen. Wichtig als letztes unserer Eckpunkte, Sie müssen natürlich auch für die betreffende Altersrente dann auch die speziellen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Ich sage das gerade eben, wenn Sie eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen haben möchten oder dort reingehen wollen, dann müssen Sie einen Grad der Behinderung von 50 nachweisen. 40 reicht nicht aus, 50 müssen es sein. Das heißt also, wir müssen für die verschiedenen Altersrenten auch die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Für die Regelaltersrente sind die Anspruchsvoraussetzungen die einfachsten. Ich brauche 5 Jahre Mindestversicherungszeit und muss das entsprechende Lebensalter vollendet haben. Dann kann ich diese Rente in Anspruch nehmen. Erst wenn ich über diese vier Eckpunkte Klarheit habe, kann ich also sozusagen den nächsten Schritt machen und dann den Rentenantrag vorbereiten und prüfen, ob ich nach meinem langen Erwerbsleben dann tatsächlich in den Ruhestand gehen möchte zu dem gewünschten Zeitpunkt oder vielleicht noch abwarten möchte. Ihr Ruhestand ist nicht mehr weit entfernt und deshalb empfehle ich Ihnen, nutzen Sie unser Paket Rentenantrag stellen auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.